meine persönliche Meinung dazu. Also man weiß es wirklich nicht mehr, denn mit Demokratie hat das Ganze nicht mehr zu tun. Wir sehen ja diese sozialistischen Strukturen, wie wir es ja in zwei schweren Phasen Deutschlands schon erleben mussten. Das eine war die DDR, das andere war noch kurz davor. Also da sehen wir ja, dass wir wieder in dieselbe Trendwende reingekommen sind. Und ja, die haben nur 14%. Und wenn man sich überlegt, dass die Grüne Partei nur 120.000 Mitglieder ungefähr hat insgesamt in Deutschland, während allein unser Kanal über 193.000 verfügt, beispielsweise Abonnenten, dann sind wir eigentlich wesentlich mehr prädestiniert, auch Kanzler zu werden als Frau Baerbock mit 120.000 Mitgliedern. Aber das soll dahingestellt sein. Wir werden es sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Absage zur Kanzlerkandidatur auch meine Profilneurose wieder stimuliert. Und das ist ja auch schön. Sie hat sich ja als Trümmerfrau des Außenministeriums hier wirklich einen guten Namen gemacht, mittlerweile weltweit. Selbst in Kanada kennt man den Namen Baerbock und da kennt man normalerweise nicht mal den Bundeskanzler. Aber Baerbock und Habeck kann so jeder Kanadier fehlerfrei aussprechen und man schmunzelt darüber. Aber nun gut, dass sie sich jetzt nicht zur Kanzlerin zur Verfügung stellt, finde ich wirklich wichtig, diese Nachricht, denn schließlich kämpft die Grüne Partei ja fast mit der 5%-Hürde bald, wenn das so weitergeht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass wenn sie sich zur Verfügung stellt, dass sie dann auch Kanzlerin werden würde. Also bei der Gelegenheit können wir ankündigen, wir stehen auch nicht als Kanzlerkandidaten zur Verfügung. Das interessiert vielleicht noch weniger Leute als bei Frau Baerbock, aber die Chance, dass wenn wir uns bewerben würden, Kanzler werden würden, du oder ich, ist genauso groß wie bei Frau Baerbock. So ist zumindest meine Einschätzung. Und wenn wir an die Außenpolitik von Frau Baerbock denken, wüsste ich überhaupt nicht, wo anfangen und wo aufhören. Also mir ist auch nichts bekannt, dass sie in irgendeiner Form etwas Vernünftiges gemacht hat. Sie ist durch die Weltgeschichte gereist auf dem Atoll im Südpazifik und hat gesagt, die Inseln gehen unter, was nicht der Fall ist, sondern sie werden gerade größer, wie wir jetzt zur Verwunderung feststellen müssen. Wir sehen, dass sie mal eben nebenbei Russland den Krieg erklärt. Dafür ist sie ja nun auch bekannt. Und ich stelle mir immer wieder vor, dass sie die gleiche Position hat wie der russische Außenminister Lavrov. Und ich sehe die beiden so nebeneinander. Und ich gucke sie mir dann ja immer ganz genau und ganz nah an. Und da erkennt man schon gewisse Kompetenzunterschiede schon alleine in dem Augenblick. Und die Bild weist außerdem darauf hin, dass natürlich schwere Schlappen für die Grüne Partei drohen bei den anstehenden drei Ost-Landtagswahlen im September. Naja, wir sehen ja nun, dass nicht nur Frau Baerbock den Kollegen gedemütigt hat, sondern die Grüne Partei und deren Darsteller, die gesamte Bundesrepublik Deutschland inklusive deren Bevölkerung demütigen und das jeden Tag, indem sie beispielsweise vor irgendwelchen Mikrofonen gezerrt werden und dann irgendwelche Dinge absondern, die ohne Sinn und Verstand sind. Ich hatte mir gerade von Herrn Habeck angesehen, eine kurze Rede über, ich glaube, 2 Minuten mit wirklich nichts an Informationsgehalt, aber auch restlos gar nichts. Ein reines Geschwafel, selbst Frau Merkel ist damit noch übertroffen worden. Und Frau Merkel war auch in der Lage, nichts zu sagen, aber sie konnte es wenigstens intelligent ausdrücken. Das war der Unterschied. Das gelingt Herrn Habeck nicht so wirklich. Aber mit dem wegwerfenden Attributen hat sie es ja sowieso, wenn ich dran denke, dass sie bei dem berühmten Wahlkampf einen der Mitpolitiker von der CDU, der eine wirklich gedemütigt hat, der schlicht und ergreifend eine kleine Deutschlandfahne dabei hatte. Mit Holzgriff. Ja, mit einem Holzgriff, eine kleine, kleine Deutschlandfahne, die schon ganz mickrig war gegenüber den großen EU-Fahnen im Hintergrund. Und die hat Frau Merkel dem Politiker weggenommen, ich weiß nicht mehr, wie sein Name war, und hat sie verächtlich zur Seite geschmissen. Was für ein Symbol. Auch Frau Merkel hat offenbar schon den Eigenhass der deutschen Bevölkerung gefördert. Und wir sehen ja anhand des Ergebnisses, was jetzt läuft. Und Herr Habeck, der das Vaterland stets zum Kussen fängt und so weiter und so fort, du zuckst gerade zusammen. Ich habe gestern gerade wieder gehört in einem Telefonat, wie wichtig es ist, immer wieder zu wiederholen, dass es sich setzt. Es hat mir eine Dame erzählt, die selbst im Coaching-Bereich tätig ist. War ganz interessant mal. Also ich finde das immer ganz wichtig, weil die Unwahrheit ja auch permanent wiederholt wird. Also bin ich da manchmal ein bisschen langatmig. Auch wenn dann viele sagen, nein, 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 die hängen alle zusammen. Und ich habe mir gerade wieder einige Kritiker auch angesehen, die das ganz anders sehen, die sagen, die
obere Elite, die selbsternannte, diese Philanthropen, sind im Schulterschluss miteinander so verbunden und alles gehört zum System. Und ich habe eins festgestellt, wenn ich mir diese Charaktere ansehe, die dort oben sind, dann sehe ich charakterliche, ethische, moralische, schwere Verwerfungen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Warum sollen sie ausgerechnet untereinander diese Eigenschaften abgelegt haben? Ich gehe davon aus, dass der Krieg innerhalb dieser philanthropischen Strukturen noch größer ist als der Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und das ist die gute Nachricht. Und die kann man reininterpretieren. Und unter diesen Gesichtspunkten, dann kommt man wirklich etwas tiefer rein. Dann bekommt man auch ein etwas anderes Bild. Und so ungünstig ist es nicht. Wir sehen anhand dieser dramatischen Veränderungen sehen wir, die wir zurzeit haben, dass wir in eine Richtung gehen, wo immer mehr Leute wach werden. Und ich glaube, das wissen diese Mächtigen auch. Und diese Entscheidungen, die sie zurzeit treffen, die erscheinen mir momentan panikartig und nicht mehr kontrolliert. Man kann natürlich in allem eine Kontrolle reinsetzen. Ich tue das nicht. Und in den USA ist es natürlich gerade ein ganz schwerer Kampf der Familie Biden um die Macht, um am Trog zu bleiben, um im warmen Sessel sitzen zu dürfen. Ja, wir müssen einfach sehen, wenn wir sagen, dass die USA sich zerlegt, dann bedeutet das natürlich, dass der Tiefenstaat momentan in großen Problemen ist, denn der Präsident im Weißen Haus ist ja nicht derjenige, zumindest die ganze Reihe der letzten Präsidenten, mit Ausnahmen von Donald. Deshalb musste er ja auch abgewählt werden. Deshalb hat man alles reingesetzt, medial, um ihn loszuwerden, weil er sich, und das darf man nicht, als Präsident für sein eigenes Volk und deren Wohl interessiert hat. Ganz gefährliche Aussage, wenn jemand sich dafür interessiert. Man hat sich gefälligst für die Rüstungs- und die Pharmaindustrie stark zu machen. Und das zeigt sich jetzt im Augenblick. Und insofern stimmt es, dass er natürlich hervorragend symbolisiert, auch die Zerstrittenheit innerhalb dieser Macht. Ich hatte ja nun gerade dieses Video gemacht, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wird es zu einem dritten Weltkrieg kommen beispielsweise? Und ich sage ganz klar, ich glaube nicht, ich gehe davon aus nicht, weil es keinen Sinn macht. Guckt euch das Video gern an. Ich vermute, da stehen andere Dinge hinter. Die Macht über das Weiße Haus liegt natürlich nicht bei Joe Biden, sondern die liegt bei anderen in den Hintergründen. Und das ist der gespaltene, zerrissene, kriegerische Staat USA in den obersten Führungsetagen, weil die Privatiers, die Misanthropen, tatsächlich die Macht schon lange übernommen haben. Und Trump droht jetzt, das Ganze zu übernehmen und sich fürs Volk zu interessieren. Und Trump ist eine starke Persönlichkeit. Und der funktioniert auch im Kopf. Das Alter von 81 Jahren bei Joe Biden finde ich gar nicht relevant, sondern sein Zustand ist relevant. Das ist der Punkt. Vor allem ist er auch wirklich nicht mehr Herr seiner Sinne. Also man merkt das ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie man sich fühlen muss, wenn man eine Eigenwahrnehmung hat. Aber wenn man eine Eigenwahrnehmung hat und man steht dort und alle machen sich Sorgen, dass er nicht wieder einen völlig absurden Satz raushaut, der mehr oder weniger USA in Schwierigkeiten bringen könnte. Also wir dürfen eines nicht vergessen, die NATO wird unglaublich Druck machen auf den tiefen Staat, dass Biden bleibt. Weil es werden jetzt einige NATO-Entscheidungen getroffen werden müssen, die Amerika für die Zukunft aus der NATO in den Entscheidungsfähigkeiten stark einschränkt, dass dann, wenn Donald Trump Präsident werden würde, dass er dann die Möglichkeiten nicht mehr hat, in die NATO-Strategien so einzugreifen, wie es Joe Biden jetzt vom Status her eigentlich rechtlich hätte. Das dürfte der Hintergrund sein. Und deshalb braucht man natürlich so eine Figur. Und du sagst immer so schön, er trägt den Koffer mit dem roten Knopf. Ja, wer sagt uns denn, dass er da nicht aus Versehen mal draufdrückt? Na gut, das wird er nicht können, weil da gibt es schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen und jeder in seinem Umfeld weiß, dass er nicht in der Lage ist, die Zusammenhänge überhaupt noch ansatzweise zu verstehen. Da braucht man doch kein Abitur für, um das zu erkennen. Man muss doch einfach nur mal hinsehen. Man sieht in die Augen, man sieht diese typischen Bewegungen, man sieht die typischen entgleisten Gesichtszüge, die aus meiner Sicht wirklich völlig abgehoben wirken und völlig aus der Realität entfernt, entrückt
Und wenn er denn da wie aus einer Nebelwand teilweise herausspricht, so wirkt es auf mich, ist er nicht in der Lage, einen solchen Knopf zu bedienen. Aber rein theoretisch könnte man einen Krieg auslösen und könnte in den Geschichtsbüchern festhalten, dass Joe Biden den Knopf gedrückt hat. Dann hat man auch einen Schuldigen. Genau wie man ja in Deutschland eine Regierung hat, wie die Ampelkoalition, wenn das gesamte System zusammenbricht, dass man bereits die Schuldigen schon bereits vor sich hat, die dann auch entsorgt werden. Ich glaube, das ist die letzte Phase dieser Parteienpolitik, die wir haben. Und genau so findet sich dieser Niedergang des Westens eben auf der gesamten westlichen Hemisphäre statt.